Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 1 auf der PlayStation 2. Ich habe doch letztes Mal den Spoiler angekündigt. Diese Rutsche hat was damit zu tun, und zwar, wenn man erinnert sich vielleicht an den Anfang, das hier ist die Geburtsstätte von Clank. Und das ist auch der Planet, wo diese Geburtsstätte draufsteht. Macht Sinn, ne, die Aussage. Gut erklärt. Wir haben hier mehrere Punkte. Ich mache den mal hinter uns, hätte ich gesagt. Fangen wir doch damit an. Man sieht schon oben das wunderbare Nanotech, wenn ich es gerade nochmal einblende. Ah. Nun, da du ein Nitro-Pack hast, kannst du durch Halten der R1-Taste seine Turbodüsen aktivieren. Ah, stimmt. Dafür hätte ich es gebraucht. Also wenn ich habe doch damals gemeint, dieses Hydro-Pack ist zwar nice to have, wäre jetzt aber nicht zwingend notwendig gewesen. In dem Fall doch, weil wir sonst nicht schnell genug wären. Wie man merkt, wir sind ordentlich schneller unter Wasser. Oh, und spätestens hier hätten wir es gebraucht. Weil hier läuft jetzt ein Timer. Und man hat gerade gesehen, wie schön das Wasser britzelt. Und wenn wir diesen Timer nicht schnell genug, also wenn wir nicht schnell genug wieder aus dem Wasser raus sind, bis dieser Timer abgelaufen ist, dann könnte es sein, dass dieses Wasser, was wir gerade gesehen haben, erneut wieder unter Strom gesetzt wird. Und das wäre leicht ungeschickt. Für uns zumindest, solange wir da drin sind. Gut, dass wir das tolle Nanotech jetzt haben. Das heißt, ich halte viel mehr Schläge aus. Ich meine, mit den Standarddinger wären wir schon halb tot. Komm, raus, 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 raus. Wir haben nämlich nicht so viel Zeit. 11 Sekunden noch. Und raus. Wunderbar, Boltgreifer, der ist gut. Weil wir jetzt Bolts, die weiter von uns entfernt sind, automatisch einsammeln. Bisher haben wir fast immer hinrennen dürfen zu dem Ganzen. Jetzt sind wir ein bisschen mehr magnetisch, wenn man das mal so sagen kann. Das wäre übrigens jetzt eine wunderbare Episode gewesen, um einen Zwischenpunkt, also beziehungsweise um eine Zwischenmission zu machen, um irgendwo anders hinzulaufen, weil wir sind jetzt schon durch. Oh. Kacke. Okay, versuchen wir es weiter. Dann wird es wohl eine extra lange Episode. Dann suche ich jetzt extra hier nicht nach den Bolts. Au! Gut, das ist der Robo. Hörst du? Ich habe doch gerade keine Waffe. Wir haben nichts, was irgendwie gerade Schaden machen könnte. Das hat Schaden gemacht, gut. Der war extrem gut im Zielen, wenn ich das mal so sagen darf. Um die Fabrik zu erkunden, brauchst du die Holo-Verkleidung von Gadgetron. Leider können unsere Scanner auf diesem Planeten keine Holo-Verkleidung finden. Ja, dann lassen wir das mal lieber. Nicht ihr schon wieder! Feuer. Okay, Holo-Verkleidung ist dann noch so ein Stichwort, die werden wir dann in dem Fall noch brauchen. Ja, ja, ja. Klopp, klopp. Ach, das ist doch schön. Aber ihr seid nicht schön. Achso, ich habe den Dingsbumshaken aktiv, deswegen macht das keinen Schaden. Könntest du bitte jetzt einmal so eine blöde Bombe werfen? Danke. Hallo. Danke sehr. Okay, ich habe mich jetzt gerade dämlich angestellt. Viel dämlicher, als es sein müsste, aber ihr seid es ja schon gewohnt. Entschuldigung. Ja, ist doch so. Ich stelle mich manchmal wirklich extrem doof an. Sag mal, habe ich echt so viel Pyro-Munition verloren? Wisst ihr noch, als ich den Heap gekauft habe und gesagt hat, den sollte ich da einsetzen, gerade gegen so Hundis und so kleines Gegner, wenn sie zuhauf vorkommen? Sollte ich vielleicht auch mal machen, oder? Du kannst aber nicht durchblitzen, oder? Nee. Au. Okay, das ist vielleicht eine dämliche Idee, das jetzt mit dem Heap unbedingt erledigen zu wollen. Wir stellen uns mal hier hin. Ist das eine Mausfalle? Nee, das ist keine Maus, oder? Das sieht nur so aus. Oh, schade. Ja, dann. Sprengen wir die Jana. Irgendwie hat sich gerade angehört, als ob da noch einer rauskommt. Aber, da kommt auch einer raus. Okay. Und den Hund hau ich dann wieder mit. Okay, musste schnell gehen. Ich freue mich schon auf die späteren Ratchet und Clank-Teile. Gehst du weg.
Hey, aber wir haben die Leben fast wieder zusammen. Aber ich glaube, das war schon eine sehr, sehr gute Entscheidung, diese Leben da zu kaufen. Weil man merkt schon, ich kassiere ordentlich Schaden. Immer wieder mal. Na, hey du. War das unendlich hoch Pi oder... Hey, brauchen Sie bei der Reparatur Hilfe? Eigentlich will ich das Ding zerstören. Warum? Ich sollte meine Vergrößerungsmaschine so umbauen, dass sie riesige, schwer bewaffnete Roboter baut. Oh, da kam dieser Roboter also her. Ja, genau. Hätte ich gewusst, dass Trap dahinter steckt, hätte ich niemals getan. Können wir denn irgendwas tun? Tja, wenn du dich freiwillig vergrößern lässt, kannst du die Roboter vielleicht aufhalten, bis ich das Gerät zerstört habe. Und dann machen sie mich wieder normal groß? Hm, hab ich noch nie gemacht, aber theoretisch ja. War der lustige Part? Wunderbar. Ich kann schon mal vorab sagen, Mega Clank wird es später noch öfters geben. Also nicht in diesem Spiel. Aber Mega Clank ist nicht was Exklusives nur für dieses Game. Nur ist da Mega Clank um einiges angenehmer zu steuern als dieser Mega Clank, weil der kann auch noch nicht so wirklich viel. Doch springen kann er sogar, aber man merkt schon, wie brutal hoch der springen kann. Das ist heftig. Ist deine Energieanzeige voll, löst du durch Drücken der Dreieck. Oh, stimmt, und durch Drücken der Rechtstaste breche ich natürlich auch blöderweise den Dialog ab. Naja, man kann die aber auch so verkloppen, wunderbar. Oh, hey. Habe ich nicht noch auf Raketen? Ja, aber ich kann mich dann nicht wirklich bewegen, wenn ich die Raketen einsetze. Willst du mich irgendwo? Oh, wo schieße ich denn jetzt hin? Ach, okay. Na komm, geh da an. Ich glaube, durch die Hubis kann ich mich heilen, oder wie war's? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Oh. Ne, die Hubis geben auch kein Leben. Ich verdrehe da, glaube ich, recht viel mit den anderen Teilen. Ah, ich freue mich schon auf die neuen Teile. Aber vor allem freue ich mich auf Teil 3. Aber das wird noch eine ganze Weile gehen. Wir sind ja nicht mal mit Teil 1 fertig. Brams. Bist du einfach schwer zu bedienen. Mensch, Clank. Oh, bist du schwerfällig. Gut gemacht. Jetzt steig in die Maschine. Mal schauen, was passiert. Schön, dass du wieder, da bist. Ich habe die Maschine auf dein spezifisches Schaltkreismuster programmiert. Ah, perfekt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Vielleicht hilft euch das. 999! Gadgetron, der Qualitätswaffen- und Gerätehersteller, präsentiert das Holo-Kostüm. Mit dem Holo-Kostüm machen Sie Robotern vor, dass Sie selber einer sind. Messen Sie sich mit anderen Robotern. Arbeiten Sie an Roboter-Fließbändern. Besuchen Sie Roboter-Partys. Das Holo-Kostüm, verfügbar nur im Gadgetron-Hauptquartier und nur vorübergehend. Nicht für gesetzeswidrige Zwecke verwenden, nur in bestimmten Gebieten tragen. Sie werden nicht wirklich ein Roboter. Cool, wenn ich das denn kriege, dann komme ich an diesen Wachrobotern vorbei. Roboter täuscht man nicht so leicht. Ah, was ist das? Was? Ach ja. Ist in Ordnung. So ein Zufall, dass ich das gerade brauche und dass wir da jetzt eine Location für haben. Finde ich ganz gut. Oh, wenn wir schon wieder von den alten Teilen, von den neueren Teilen haben, da freue ich mich vor allem drauf, auf das schneller Vorwärtskommen. Aber es ist trotzdem okay. Ich beklag mich zu viel. So schlecht ist Teil 1 nicht. Finde ich wirklich nicht. Er hat eine, also Teil 1 hat eine wunderbare Grundlage gelegt. Für ein wunderbares Spielegenre, was mir echt gefallen hat. Und das mich bis heute ärgert, dass ich nur Teil 1 bis 3 spielen konnte. Weil ich einfach keine PlayStation 3 besitze. Bis heute nicht. War ja auch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Mal schauen. Aber jetzt erstmal nicht. Aber das Schöne ist, wenn ich mich wirklich dazu entscheiden würde, eine PlayStation 3 zu organisieren, ja dann wäre das ein Blind-Let's Play. Hätte auch was. Aber das ist Zukunftsmusik. Mal schauen. Jetzt müssen wir erstmal Teil 1 abschließen. Und dazu besuchen wir mal Gadgetron selber, den Händler unserer Galaxie.
Naja, mal gucken. Das fängt langsam an, mich zu nerven. Ich weiß nicht, warum ich mich mit euch unfähigen Idioten abgebe. Na gut, ich versuche es noch ein einziges Mal. Ihr seid meine besten Elite-Truppen. Ich schicke euch auf die Oberfläche des Planeten, um diese Störenfriede endgültig zu vernichten. Jetzt geht! Oh, und wenn ihr Gadgetron zerstören müsst, um sie zu kriegen, dann tut es. Das ist aber nicht nett. Wie kommst du dann an deine Waffen ran? Du willst ja schließlich auch die Leute irgendwie mit ausstatten. Aber das heißt für uns, auf uns warten Söldner, die uns wohl oder übel ein bisschen das ganze Leben erschweren wollen. Naja, beim nächsten Mal. Jetzt erstmal landen und in guter alter Manier erstmal den Shop nachgucken. Gibt's was Neues? Nein. Ich habe heute ein paar Sonderangebote. Aber ich wäre echt gerne mal dabei, den Todeshandschuh irgendwann mal herzutun. Klar, die Stromklaue ist auch nett. Wie viel hat eigentlich Rida hier gekostet? Weil das wäre natürlich das Geiste, wenn wir so viel Kohle zusammenkriegen könnten, dass wir uns die Rida holen. Aber ich wüsste nicht, dass man das in einem Playthrough durchkriegt. Ich glaube, das kriegst du frühestens beim zweiten Durchlauf. Oder du musst sehr, sehr viel grinden, was wir definitiv nicht tun werden. Weil ich meine, das Spiel soll ja Spaß machen. Haus kaputt, ich weiß doch, dass es... Gib mir deine Bowls. Okay, aber wir schauen uns hier Gadgetron beim nächsten Mal an. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Ratchet & Clank 1 auf der PlayStation 2. Bis dahin aber und tschüss. Ich freue mich schon ein bisschen auf Gadgetron.